Heute nehmen wir euch mit auf eine wunderschöne Reise quer durch Deutschland. Wir zeigen euch die schönsten Ausflugsziele, die man einfach gesehen haben muss. Von malerischen Schlössern und Burgen bis hin zu spektakulären Küstenlandschaften. Von mittelalterlichen Städten bis hin zu grandiosen Sehenswürdigkeiten in unberührter Natur. Diese Ausflugsziele versprechen Einblicke in das Beste, was dieses Land zu bieten hat. Auf geht's! Hi! Wir sind ja immer wieder viel in Deutschland unterwegs und wir sind auch immer begeistert, wie vielseitig tatsächlich unser Heimatland ist. Und neulich ist uns aufgefallen, dass wir wirklich ja schon einige Orte besucht haben. Dann haben wir uns mal hingesetzt und sind mal all unsere Beiträge und Videos durchgegangen und haben festgestellt, da ist schon eine ganze Menge an Wissen von unserer Seite aus vorhanden. Und deswegen haben wir euch jetzt mal die genialsten Reiseziele in Deutschland in einem Video zusammengefasst. Was ist denn deiner Meinung nach der Lieblingsort in Deutschland? Vielleicht liegt er ja direkt vor der Haustür. Schreib uns das doch gerne mal unten in die Kommentare hinein. Und ansonsten starten wir direkt mit einem Top-Ausflugsziel im Allgäu. Hier in den Bayerischen Alpen befindet sich die Breitachklamm. Das ist die tiefste Schlucht in Deutschland. Um da reinzukommen, müsst ihr ein klein bisschen Eintritt zahlen. Da ist dann so ein schmaler Weg. Neben euch rauscht das Wasser. Und es lohnt sich, bis zum Ende durchzulaufen. Da kommt ihr nämlich nochmal von oben auf so eine Brücke drauf und könnt von oben in die Schlucht hineinblicken. Und vom Süden Deutschlands geht es direkt hoch in den hohen Norden, hoch auf Rügen. Dort befindet sich ja der Hochuferweg. Das ist eine super sensationelle Wanderung entlang der spektakulären Kreideküste. Ihr lauft da durch so einen alten Buchenwald, immer so mit Blick auf die Ostsee. Und wenn ihr das Ziel erreicht, da kommt ihr zum Königsstuhl. Das ist der höchste der Kreidefelsen dort. Da gibt es jetzt eine neue schwebende Aussichtsplattform. Die haben wir leider noch nicht besucht. Die schwebt über dem Königsstuhl hinweg. Damit kommen wir in die Mitte von Deutschland. Mittendrin liegt nämlich der Thüringer Wald, das ist ja auch als grünes Herz Deutschlands bekannt. Und dort ist ein absoluter Tipp der Lauchergrund. Kann man schön reinwandern und da kommt man dann durch so idyllische Wälder hindurch an richtig krassen Felsen vorbei. Ihr könnt bis zum Aschenbergstein aufsteigen, da kann man entweder hochwandern oder aber auch hochklettern. Da gibt es nämlich eine 50 Meter hohe Kletterwand. Wenn ihr schwindelfrei seid, ist das ein absoluter Tipp. Weiter geht's zur Bastei, die liegt mitten in der Sächsischen Schweiz und ist ja mittlerweile eines der Top-Fotomotive in Deutschland. Da gibt's nämlich so eine steinerne Brücke, die sich direkt durch die Felsnadeln im Elbsandsteingebirge spannt. Auch dort hat eine neue Aussichtsplattform eröffnet, mit Blick auf die Elbe hinunter. Und da könnt ihr unten dann die Raddampfer beobachten. Ganz in der Nähe befindet sich ja die Landeshauptstadt Dresden und nördlich davon liegt das Dresdner Elbland. Wir sind damals mit dem Fahrrad da durchgefahren und haben die Weinanbauregion dort oben erkundet. Ich wusste bis dato gar nicht, dass da so viel Wein tatsächlich angebaut wird. Ein Tipp hier ist ein Besuch des Weinguts Schloss Wackerbarth. Da fühlt man sich richtig königlich, während man so ein Glas Weißwein sich schmecken lässt. Und wenn ihr dann schon so drin seid in dem Erkunden von Schlössern, dann solltet ihr unbedingt auch noch bei Schloss Moritzburg vorbeischauen. Das ist auch richtig prunkvoll, das liegt so richtig schön auf so einer Insel eingebettet. Jetzt haben wir euch schon spannende Schlösser im Osten Deutschlands gezeigt. Jetzt kommen wir wieder zurück nach Bayern und zwar zur Donau. Da befindet sich das Kloster Weltenburg. Das ist tatsächlich ein altes Kloster mit einer richtig schönen Klosterkirche, wenn ihr da mal reinschaut. Und um dorthin zu kommen, könnt ihr direkt am Donaudurchbruch entlang wandern. Da ragen so richtig steile Felsen unmittelbar neben dem Fluss auf. Und wenn ihr dann zurückfahren möchtet, dann empfehle ich euch die Fahrt mit dem Ausflugsschiff. Unser nächstes Ausflugsziel liegt im Schwarzwald. Dort befindet sich die Wutachschlucht und das ist der größte Canyon Deutschlands. Da kann man so richtig schön idyllisch an zahlreichen Wasserfällen vorbeiwandern und manchmal wird es auch super spektakulär. Dann führt nämlich der schmale Pfad nur noch direkt an einer steil aufragenden Felswand entlang. Kann man auch mehrere Tage entlang wandern und da den Schluchtensteig begehen. Letztes Jahr haben wir dann auch erstmals das Saarland erkundet und dort war ich ganz begeistert von der Saarschleife bei Mettlach. Dort kann man dann hochwandern, direkt vom Fluss bis hoch zum Baumwipfelpfad. Da steht dann so ein mächtiger Aussichtspunkt und wenn ihr von oben auf die Saarschleife hinabblickt, wirkt das Ganze wie gemalt. Ein Top-Ausflugsziel aus diesem Jahr ist für mich eindeutig die Mecklenburgische Seenplatte. Das ist eine Region, die habe ich bisher noch nie vorher besucht und ich war ganz begeistert. Wir haben direkt auf der Müritz in einem Hausboot übernachtet. Das ist schon alleine eine super Erfahrung, vor allem weil man mit dem Boot ja dann auch so ein bisschen von A nach B schippern kann. Und wenn ihr schon dort seid, lohnt sich ein Besuch vom Bärenwald in Müritz. Da sind lauter in Gefangenschaft lebende Bären befreit worden, die man aber nicht mehr auswildern kann.
Eine der schönsten Wanderungen in Deutschland liegt in Rheinland-Pfalz. Dort kann man dann so richtig gut über den Buchsbaumweg bis zur Burg Elz spazieren und kommt dadurch die ganzen Weinanbaugebiete hindurch. Und die Burg Elz, dazu muss ich glaube ich gar nicht viel sagen, ist eh so ein Fotomotiv für sich. Sieht ein bisschen aus wie bei Harry Potter mit diesen steil aufragenden Türmchen. Fühlt man sich richtig herrschaftlich, wenn man davor steht. Und dann kommen wir direkt zu noch einem Herzenstipp von mir. Das ist meine Heimat in der Rhön. Ich komme ja aus Ehrenberg und da ganz in der Nähe empfehle ich euch unbedingt, das Schwarze Moor zu besuchen. Kann man direkt aus meinem Heimatort hochwandern. Und dort oben, da fühlt man sich dann wie in so einer ganz anderen Welt tatsächlich. Alles ist irgendwie so karg und steppenähnlich. Und da lohnt sich ein Besuch besonders zum Sonnenuntergang. Neulich habe ich dann noch mal ein bisschen den Westen Deutschlands erkundet. Da waren wir in Koblenz unterwegs und da war ich ganz fasziniert. Da gibt es nämlich mitten in der Stadt einfach eine Seilbahn, die zur Festung Ehrenbreitstein hinaufführt. Das ist eine riesige Festungsanlage da oben und von oben hat man auch einen sensationellen Blick noch mal runter auf die Stadt. Man kann aber noch viel mehr erkunden. Es liegt nämlich direkt so an der Schnittstelle zwischen Rhein und Mosel am Deutschen Eck. Unser nächstes Ausflugsziel ist der Königssee in den Berchtesgadener Alpen. Der liegt da wie so ein Fjord eingebettet zwischen den massiven Berggipfeln rundherum. Es lohnt sich, mit dem Schiff überzusetzen nach St. Bartholomä und den Rötbach-Wasserfall zu besuchen. Das ist nämlich der größte Wasserfall in Deutschland. Und wenn ihr den Königssee von oben sehen möchtet, dann solltet ihr zur Eichenkanzel aufsteigen. Da könnt ihr direkt von oben hinabblicken. Weiter geht es wieder in den Thüringer Wald. Dort solltet ihr die Gegend rund um das Schwarzertal noch auf dem Schirm haben. Da fährt auch eine uralte Bergbahn. Das ist eine der steilsten Standseilbahnen überhaupt und die fährt da schon seit über 100 Jahren. Wenn man da einsteigt, hat man auch so ein bisschen Nostalgie-Feeling und kriegt auch allerlei Infos, wieso diese Bergbahn da gebaut wurde. Nämlich, um früher schwere Sachen von unten nach oben zu transportieren. Und damit kommen wir zu einer der Hauptsehenswürdigkeiten in Deutschland überhaupt. Das ist natürlich Schloss Neuschwanstein. Das wurde ja von König Ludwig erbaut und ist so ein richtig schönes Märchenschloss. Da ist die Marienbrücke ein richtig guter Aussichtspunkt. Die wurde jetzt auch wieder neu eröffnet, sodass ihr wirklich so diese komplette Szenerie einmal mit dem Handy oder der Kamera einfangen könnt. Ganz begeistert war ich in diesem Jahr vom Zittauer Gebirge. Das ist das kleinste Mittelgebirge in Deutschland und dort befindet sich die ehemalige Burganlage Eubin. Da gibt es auch so eine alte Klosterkirche, zumindest die Grundfesten stehen dort und im Hintergrund kann man Mönchsgesänge hören. Und wenn ihr schon dort seid, empfehle ich euch die Tour bis zum Hochwaldturm. Von dort hat man dann auch noch mal eine sensationelle Aussicht über das gesamte Zittauer Gebirge. Vom kleinsten Mittelgebirge in Deutschland geht's dann zum höchsten Berg der Bundesrepublik. Das ist natürlich die Zugspitze. Das ist natürlich für alle Alpinisten ein Highlight. Man kann aber auch ganz bequem einfach mit der Seilbahnzugspitze nach oben schweben. Dort oben befindet sich dann eine riesige Aussichtsplattform und dort hat man wirklich so das Gefühl, mitten im hochalpinen Gelände zu stehen. Tut man ja auch. Außerdem könnt ihr dort richtig gut essen gehen. Felix isst dort immer die Rinderroulade. Damit kommen wir wieder in die Sächsische Schweiz. Dort befindet sich eine der größten Festungen Europas, die Festung Königstein nämlich. Wenn man schon durch das Tor durchgeht, hat man so das Gefühl, so eine Zeitreise ins Mittelalter zu unternehmen. Man kann sich da auch noch ganz viele verschiedene Räumlichkeiten angucken und von oben, von diesem Tafelberg, auch richtig schön über das Gebirge der Sächsischen Schweiz hinwegblicken. Vielleicht habt ihr auch schon erkannt, wo wir hier gerade stehen. Hier hinter mir ist die Wartburg zu sehen. Dort hat Luther ja das Neue Testament übersetzt. Und weiter unten befindet sich die Drachenschlucht. Wenn man da reingeht, hat man das Gefühl, man geht so in eine andere Welt. Es sind so moosbewachsene Felswände, ganz, ganz schmal, sodass wirklich nur eine Person zeitweise durchpasst. Und es ist auch angenehm kühl da drin. Das ist wirklich ein Ausflugstipp für den Sommer. Ein Ausflugsziel, das ich lange Zeit nicht auf meiner persönlichen Landkarte hatte, ist die Stadt Görlitz. Die gilt ja als eine der schönsten Städte in Deutschland und ist historisch auch noch richtig gut erhalten. Besonders sehenswert sind dort die Hallenhäuser. Da kann man zum Teil auch mal so reingucken und dann wirklich sehen, wie sich so der Flur über mehrere Stockwerke erstreckt. Und es lohnt sich, auf den Rathausturm nach oben zu gehen. Da hat man nämlich einen sensationellen Rundumblick über die Altstadt hinweg. Und damit kommen wir in die Fränkische Schweiz nach Pottenstein. Das ist ein ganz idyllisches Örtchen, sieht ein bisschen aus wie aus dem Bilderbuch. Da stehen nämlich so süße Fachwerkhäuschen und dahinter ragen ganz steil so Felsnadeln auf. Das ist der Fahnenstein und den kann man auch erklimmen. Da muss man fast so ein bisschen klettern. Es geht nämlich über so ganz steile Felsstufen nach oben. Und oben erwartet euch dann so eine Aussichtsplattform. Die ist aber zum Glück auf allen Seiten gut abgesichert. Der Fels fällt nämlich direkt so steil bergab.
einen Tipp habe ich noch für euch und das ist vielleicht sogar das schönste Ausflugsziel. Die Rede ist vom Eibsee. Mit seinem türkisblauen Wasser liegt er direkt so vor dem Wettersteinmassiv. Dahinter ragt die Zugspitze auf. Das ist eine Szenerie wie aus dem Märchenbuch, sage ich euch. Man kann sich da zum Beispiel ein Kanu ausleihen und einfach so über die stille Wasseroberfläche zu den Inseln paddeln. Oder ihr geht den Rundweg einmal rundherum. Das ist super schön, da seht ihr nämlich den Eibsee aus allen Perspektiven. Welches Ausflugsziel hat euch am besten gefallen und was fehlt vielleicht noch auf der Liste? Schreibt uns das gerne unten in die Kommentare hinein. Denn durch eure Tipps und Anregungen da unten drin wird auch unsere persönliche Bucketlist immer, immer länger. Und es lohnt sich ja immer, über das eine oder andere Ziel auch ein Video zu drehen. Da könnte ich mir zum Beispiel schon mal sehr gut vorstellen, mit der Brockenbahn mal durch den Harz zu sausen oder den bläulich schimmernden Blautopf in Baden-Württemberg zu entdecken. Und jetzt freue ich mich über jeden Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Denkt an das Abo, um nichts mehr zu verpassen. Und hier könnt ihr direkt weiterschauen, wenn ihr möchtet. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.